Schönen guten Tag zusammen, hier ist der Gotti und heute entführe ich euch mal einfach mit zu einem meiner normalen Trainings. Heißt, ich werde die Kamera einfach mal nebenbei laufen lassen. Ihr seht, wie ich ganz normal trainiere. Zwischendurch werde ich ein bisschen rumlabern, bisschen Train and Talk und ihr schaut mir einfach mal über die Schulter. Ihr seht, ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt, obwohl auf Booster. Ich guck mal, ob ich das einmal die Woche hinbekomme, immer für verschiedene Trainingseinheiten. Wenn es mehr Wünsche dazu gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Und wer es einfach nicht lassen kann, kann gerne jetzt schon auf den Like-Button drücken. Ich fange mein Rückentraining heute an mit, wie immer, ein wenig den Überzügen an der Maschine am liebsten, weil da geht es am meisten tatsächlich auf den Rücken, sprich hier in diesem Fall auf den Latt. Und ich gehe schon mit aufgepumpten Bällen unter den Armen in die erste Übung, die auch hier eine Latt-Variante sein wird. Aber da werdet ihr gleich schon mehr von sehen. Also, schaut einfach zu und trainiert es nach, wenn ihr Bock habt. Vom Gefühl hier versuche ich nach oben hin ein bisschen mehr in die Streckung zu gehen, heißt auch die Ellbogen ein wenig versuchen nach vorne zeigen zu lassen. Und wenn ich hier runterkomme, vor allem dann wirklich meinen Körper möglichst versuchen zu berühren, mit der Brust entgegenkommen, das ist enorm wichtig dabei für mich, um es im Latt zu spüren, um mich nicht einzukringeln und die Bauchmuskeln mit zu aktivieren, heißt genau in dem Bereich versuche ich dem entgegenzukommen. Boom, tschakalaka, hier hin und dann komme ich auch wieder ein bisschen näher an den Körper ran, weil hier könnte ich es höchstens da drauf drücken. Ich kriege noch ein extra Range of Motion, wenn ich es versuche, mir vorzustellen, wie beim Rudern, es hier unten reinzuziehen. Das Beste wäre natürlich, wenn ich hier irgendwie noch weiter reinkommen würde. Ich komme dem entgegen und versuche, mit den Ellbogen nach hinten zu ziehen und hier richtig anzuhalten. Eine Sekunde Pause, wieder hoch. Und hier rein. Und hier rein. So kriege ich das beste Gefühl dafür. Und dann den ordentlichen Pump. Und ich starte mein Training immer nur mit Pump. So, der Latt ist warm. Ich habe dennoch ein bisschen umdisponiert, weil ich hier doch wieder dieses schöne Maschinchen gesehen habe. Und meine Priorität liegt grundsätzlich auf dem oberen Teil meines Rückens. Das liegt zum einen daran, dass mein Latissimus recht ausgeprägt ist und zum anderen, weil ich gerade eben die V-Form unterstützt von dem Schultergürtel obenrum mehr zur Geltung bringen möchte. Dazu gehört dann auch
ausgeprägter Trapez, also der Nacken dann noch ein bisschen weiter und natürlich der hintere Delta und all das haben wir eher hier drin. Aber macht jetzt auch nicht den größten Unterschied, denn als zweites kommt dann für den großen Rückenanteil, das heißt für den Latissimus, noch eine Übung. Die kommt später auch zum Einsatz. Ja, ich bin keine Pussy, jetzt gegen euch Damen, aber ich werde es nutzen. Und ja, auch das, ich benutze Handschuhe. Im Moment benutze ich die vor allem, weil nach dieser langen Trainingsabstinenz, die ich hatte und jetzt seit ein paar Wochen wieder trainiere, merke ich, dass meine Handgelenke recht empfindlich reagieren. Und hier kann ich gleichzeitig die Handgelenke ein bisschen beschützen. Meine Bandagen sind unterwegs, sodass ich da auch ein bisschen was habe, aber ist dafür gar nicht mal so schlecht. Ich könnte es zwar auch noch ohne, aber besser ist das, ein bisschen unterstützen. Und hier würde ich das jetzt möglichst breit machen und mich dann reinsteigern. Heißt, ich habe hier ein bestimmtes System, wie ich von Aufwärm-Pump-Training übergehe in die schwereren Sätze. Das mache ich nur hier, nur bei der ersten Übung und nur bei dieser Ruderübung, weil die für mich viel mehr auf Muscle Mind geht und ich mich darauf viel mehr konzentrieren muss, statt Gewichte zu reißen. Ansonsten kennt ihr das von mir, ich bin Verfechter und werde das auch zu 90% nur machen. Der umgekehrten Pyramide heißt, sonst fange ich immer mit den schwereren Sätzen an, mit den 6 Wiederholungssätzen und reduziere dann das Gewicht und gehe weiter nach oben. Hier mache ich es jetzt umgekehrt, weil das eine Mischung ist zwischen Aufwärmen und ins Training reinkommen. Ihr werdet es schon sehen. See the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I'm a real one, my day one. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10, 80, my save ones. Take the top on the baseline. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I am from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Drawing number 7, these bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh. Whew. Tiddies. Man sieht Tiddies. Doch, das waren die ersten 4 Arbeitssätze. Ja, es waren 4. Wann immer ich davon rede, dass ich so eine Zwitterübung mache, bei der ersten, es geht nur für die erste Übung, zwischen Aufwärmen und Reinkommen ins Training, dann meine ich damit, dass ich nicht das übliche Aufwärmen mache, das spezifische. Das heißt, eine Übung machen mit viel weniger Gewicht und dann auch immer nicht bis zum Muskelerschöpfen gehen, also quasi viele Wiederholungen offen lassen. Hauptsache, man kommt rein und steigert sich dann so langsam bis zum eigenen Gewicht, sondern dass ich vom ersten Satz an bis zum Muskelversagen gehe. Ich kann wirklich nicht mehr machen, allerdings mit viel mehr Fokus auf meine Zielmuskulatur und mit so wenig Gewicht, dass ich wirklich mit 15, 20, teilweise 25 Wiederholungen starte. Selbst wenn die bis zur Erschöpfung gehen, kann ich damit nicht großartig den Muskel so sehr schocken und verletzen. Außerdem habe ich ja auch schon
vorher ein bisschen Warm-up gehabt. Die nächste Übung ist jetzt diese schön beliebte, vor allem beliebt gewordene Front-Latt-Zug-Maschine. Die werde ich allerdings einarmig machen. Probiert es mal aus. Mache ich jetzt erst seit ein paar Wochen. Und dadurch könnt ihr natürlich noch mal mehr die Streckung ausreizen, mehr in die Dehnung gehen und auch noch mal mehr in den Rücken reinziehen, wenn ihr den Oberkörper ein bisschen mitbewegt. Ihr solltet zwar versuchen, möglichst immer noch isoliert den Muskel und konzentriert zu trainieren und nicht mit viel Mitschwung zu arbeiten, aber für den letzten Spitzenkontraktion und Peak noch mal reinzugehen, das bringt ordentlich was und mehr, als wenn ihr es mit beiden Armen macht. Ja, dazu stelle ich die Maschine, ich glaube, dazu gibt es ja auch schon ein Video auf dem Kanal, immer so ein, dass ich möglichst das Beinpolster hoch mache, so hoch es geht, und dafür auch das Polster so hoch es geht. Das Wichtige ist nämlich, dass ich hier unten reinkomme und nicht hier oben ende. Wenn ich zu weit unten sitze, durch den Bewegungsradius werde ich irgendwo hier oben ziehen. Das ist so ziemlich nur der Bizeps und ich komme nicht richtig in den Rücken. Ich kann es ja nicht weiter hier runterziehen. Wenn ich das aber so habe, selbst wenn ihr euch ein bisschen hinstellen müsst, das macht gar nichts, und dann runterzieht, dann kommt ihr hier richtig schön rein und ihr werdet es ganz anders spüren. Ich werde jetzt anfangen, wie sonst immer, mit der umgekehrten Pyramide, heißt mit dem maximalen Gewicht, mit dem ich 5, 6 Wiederholungen nur schaffe. Wenn ich mich gesteigert habe, sind 7, dann werde ich beim nächsten Mal wieder das Gewicht steigern. Dadurch ist das ein bisschen mehr eine Rocky-Übung, heißt weniger sauber, etwas mehr Schwung, so dass ich aber trotzdem noch viel spüre, und macht euch da nichts vor, jemand, der wie ich über 20 Jahre Trainingserfahrung hat, der trainiert und schafft es auch, den Zielmuskel zu treffen, außer er ist ein Volldepp. Auch wenn es von außen dann nicht ganz so aussieht. Anfänger von euch sollten es dann vielleicht nicht so machen, aber so kann ich viel Gewicht bewältigen. Und danach werde ich das Gewicht reduzieren und reduzieren, reduzieren, bis ich auf so 10, 11 Wiederholungen hochgehe. Und dann konzentriere ich mich auch immer mehr auf die Zielmuskulatur und treffe sie so ganz anders. Oh, wenn wir mit dem Schwächeren, der schwächeren Seite anfangen. Ah, lass mich schön. So, meine Lieben, an dieser Stelle habt ihr die einmalige Chance, ein bisschen mitzubestimmen. Ihr habt gerade gehört, wie sich das Ganze mit Musik anhört während der Sätze. Die übliche Vorgehensweise, ein bisschen Musik drunter, geht dann so ein bisschen mehr in den Entertainment-Unterhaltungsteil rein, wo man dann mit ist. Aber da ich auch so viel dazwischen quatsche, vielleicht mögt ihr auch die Raw-Atmosphäre. Ganz entspannt, keine Musik, man hört, wie ich ächze und stöhne. Und einfach nur die Gewichte, wie sie schön aufklatschen. Werdet jetzt gleich sehen, stimmt mal mit ab,
Schreibt es in die Kommentare, was findet ihr besser? Silent, Trainingsatmosphäre ohne Musik oder mit Musik dazwischen? Kommt mir jetzt nicht mit Ja, aber dann andere Musik. Solche Sonderwünsche gibt es jetzt noch nicht. Vielleicht später mal. So, ich bin bei 50 Kilo pro Seite angelangt. Die 70 waren ganz schön schwer. Nur 5 Wiederholungen geschafft. Aber ich glaube, nicht nur für mich persönlich als Hardgainer, sondern auch gerade für eben für Leute, die im Naturalbereich viel trainieren, eigentlich grundsätzlich für jeden Bodybuilder, glaube ich, ist ein gewisser Kraftanteil sehr wichtig, dass ihr immer wieder ein paar Sätze in der Woche da drin habt, die auch mal unter die 8 Wiederholungen gehen, auch deutlich unter die 10 Wiederholungen. 5-6 Wiederholungen bis zum Muskelversagen sind für mich ganz elementar und wichtig, damit auch Kraft aufbaut und mit der Kraft wiederum mehr Masse umsetzen kann. Aber wie gesagt, vor allem als Hardgainer, als Naturaltrainierende, ist es, glaube ich, elementar, dass ihr wachst mit der Kraft. Puh, gut, jetzt sollten wir eigentlich schon bei 9 Wiederholungen angelangt sein. Zwischen den beiden Seiten, also von der linken auf die rechte Seite, gibt es keine Moral- oder richtig-falsch-Regel, wie viel Pause ihr lassen müsst. Grundsätzlich empfehle ich euch, eher nicht zu wenig Pause zu lassen. Also es zählt nicht, wenn dazwischen 3 Minuten sind. Gibt's nicht. Ihr müsst sie nur regelmäßig dazwischen lassen, nicht beim nächsten Mal weniger. Das Ding ist, wenn man so außer Atem ist wie ich jetzt, dann wirkt sich das natürlich negativ auf den nächsten Durchgang aus. Heißt, die eine Seite habt ihr jetzt mit voller Power genug Luft, genug Sauerstoff im Körper trainiert, dann seid ihr schon vorerschöpft, angeknackst und trainiert die andere Seite. Ist scheiße. Lieber erholen und dann die nächste Seite. Und dann müsst ihr nur aufpassen, dass zwischen der gleichen Seite, wenn ich wieder die linke Seite trainiere, nicht zu viel Pause ist. Also keine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, erst recht nicht, wenn ihr mehr Wiederholungen gemacht habt mit weniger Gewicht. Ja. Schweiß. Was soll man doch? Im Training nicht schwitzen. Da könnte ich auch richtig den Sport machen. Fuck. Alles nur, um meine Mama zu beeindrucken. Sollten eigentlich 2 mehr werden. Ja.
Oh, das ist mir zu anstrengend. So, das Ganze wird immer schön getrackt. Ja, ich bin Fan des Trackens. Ja, ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Und ja, obwohl ich jetzt in meinem 23. Trainingsjahr bin, tracke ich immer noch. Motiviert mich stark, aber nicht nur mental, sondern tatsächlich hat es natürlich auch rein rechnerisch-physischen Vorteil, wenn ich genau weiß, nächste Woche möchte ich die 7. Wiederholung machen und damit auch so ein bisschen versuche, das Letzte rauszuquetschen. Und einfach sehe, bin ich kräftiger geworden. Also fürs Evaluieren auch ganz gut. Im Moment digital zum ersten Mal. Das habe ich einfach immer bei mir. Wer meine früheren Trainingsvideos mal alle gesehen hat, der hat gesehen, dass ich immer so ein Buch dabei habe, das reingeschrieben. Das Geile ist, jetzt habe ich diese ganzen Bücher von 1999 an. Richtig heftig. Jede Wiederholung meines Lebens. Ist schon irgendwie krass und stolz, das zu sehen. Fast so wie so ein Tagebuch, das Trainingstagebuch. Naja. Puh, so, jetzt kommt noch eine Übung. Und dann war es das auch schon. Jetzt mache ich noch eine Übung, weil beide jetzt unilateral waren. Mache ich jetzt noch eine, wo ich mit beiden Armen zusammenziehen kann. Gerade als letzte Übung nicht schlecht, weil die dich dann nochmal unterstützen. Und man da nochmal ein bisschen mehr rausholen kann. Auch hier gehe ich wieder nach der umgekehrten Pyramide vor. Fange mit den 6 Wiederholungen an. Und ja, dann war es das schon so ziemlich. Das ist mein Rückentraining. Ihr seht, ich gebe an jeden Satz, gehe ich bis zum Ende. Mach trotzdem dann dadurch natürlich auch nicht endlos viele Sätze. So, das waren jetzt 8 Working Sets schon. Jetzt kommen noch weitere 4 dazu. Und dann ist gut, da brauche ich nicht 20 verschiedene Übungen und dergleichen. Gehen wir mal rüber. So, nochmal eine absolute Grundübung. Rudern am Kabel. Und ja, es ist sehr modern geworden, darauf hinzuweisen, dass dieses ganze enge Rudern, das hier vorne zusammenführt, egal wie, ob ihr es mit T-Bar macht oder hier am Kabel, gar nicht mehr so effektiv ist oder gar nicht so effektiv ist, noch nie war, und man deswegen einen breiten Griff nehmen sollte. Der Sinn dahinter ist gar nicht mal so unsinnig, denn natürlich, umso breiter ihr greift, desto eher kommt ihr mit den Ellbogen auch schön weit hinter den Körper. Das schränkt euch natürlich ein, wenn ihr hier vorne seid und deswegen hier vorne schon aufhören müsst. Tendenziell, gerade Trainingsanfänger, trainieren damit dann mehr den Bizeps hier vorne, statt wirklich hinten reinzugehen. Dennoch hat es einen Sinn, dass Leute wie, wenn ihr die Trainingsvideos seht, Jay Cutler, Ben Schwollen, Ronnie Coleman und Co., mit dem engen Griff, gerade beim T-Bar-Rudern, wo sie nur hier vorne waren, trotzdem den Rücken getroffen haben und recht guten Rücken hatten. Es gibt auch einen anderen Vorteil immer noch bei den engen Varianten, und das ist, dass ihr einen etwas besseren Stretch bekommt. Wenn ihr hier vorne natürlich die Arme zusammenführt, dann kommt ihr besser hier in den Stretch. Umso weiter ich mit dem Arm hier nach außen komme, desto eher stretcht sich der Lat, der sich jetzt nach vorne presst. Und wenn ich das natürlich hier breit habe, habe ich nicht so einen guten Stretch, wie wenn ich es eng habe. Ob das jetzt so viel mehr zum Muskelaufbau beiträgt oder diese paar Zentimeter hier hinten, weiß man nicht. Sind aber kleine Vor- und Nachteile in der Theorie. Und letzten Endes, wenn euch die Übung gefällt, macht's, solange ihr sie im Rücken spürt und nicht nur im Bizeps. Ich nehme jetzt mal wieder die Variation, mir gefällt sie auch immer noch, nehme aber auch gerne mal die Breite. Und ihr habt gesehen, ich hatte heute schon breit, sehr breit gegriffen. Deswegen kommt jetzt die Enge rein. Und dann wieder mit ordentlich Gewicht. Oh, wieder stolz auf mich ist hier. Sagen, ich habe es im Rücken gespürt. Ihr seid nicht in meinem Körper, ihr wisst es nicht. Nun ja, ich trainiere jetzt schon wieder seit 3 Wochen. Aktuelle Form, ich wiege so um die 97 Kilo, bin aber auch so fett wie noch nie zuvor. Man sieht in gutem Licht meine Bauchmuskeln durchschimmern. Ja, für den Otto-Normalverbraucher da draußen ist das nicht fett, und es verteilt sich bei mir auch nicht so, dass ich hier viel Fett habe. Das sieht obenrum etwas definierter aus.
Aber für meinen Geschmack ein bisschen zu fett und für Bodybuilding-Geschmack wahrscheinlich auch. Dennoch, es sieht voll genug aus und im Winter kann man es sich erlauben. Dennoch, 3-4 Kilo runter und ich habe wieder meine gute alte Form, wo ich immer so um die 10-11% Körperfett habe. Und das muss ich sagen, sieht auch am besten aus. Noch weniger, sieht gar nicht so gut aus. Dann verliere ich auch zu viel Volumen obenrum. Ja, aber es ist schon wieder so die Form, wo ich erkenne, ich sehe schon die Kommentare wieder hageln. Das ist immer ganz schön zu sehen. Kommt der nächstbeste Kommentar. Oh, du nimmst doch Anabolika, ist doch klar. Was redest du denn hier? Direkt ein Kommentar darunter. Du darfst dich eigentlich gar nicht trauen, zu erzählen, dass du schon seit über 20 Jahren trainierst. Ich würde mich schämen, so lauchig wie du aussiehst. Da sehe ich ja krasser aus nach 3 Monaten Training. Ja, gibt immer wieder alles Mögliche dabei. Das ist das Unterhaltsame an Fitness-YouTube. Nun ja, aber auch ihr, egal was ihr für Kommentare habt, hämmert in die Tasten und unten rein. Und ich hoffe, euch gefällt das Format so. So, tracken. Intra-Workout. Mit dem Intra-Workout, falls sich ein paar von euch wundern, wieso jetzt erst, das Training ist doch schon fast vorbei. Nein, ich mache noch den Bizeps ein bisschen hinterher. Und mit dem Intra-Workout ist es so eine Sache, variiert das. Mal braucht ihr gar keinen, weil ihr einfach den ganzen Tag einen geilen Carbload habt, viel gefressen habt, viel Energie habt. Da könnt ihr darauf verzichten. Dann ist es ganz gut, wenn ihr erst hinterher wieder Energie dann holt. Und zwar alles im Post-Workout-Shake dann drin. Manchmal braucht ihr auch währenddessen, wenn ihr merkt, oh, heute war vielleicht ein bisschen zu wenig mit Ernährung. Oder ihr habt zu lange vor dem Training nichts zu euch genommen, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden nichts. Dann ist auch ganz gut. Demnach könnt ihr das natürlich auch variieren. Habt ihr also 5 Stunden vorher nichts gegessen und generell wenig Carbs am Tag gehabt und wenig Energie, dann nehmt ihn gerne von Anfang an vom Training. Trinken. Sogar schon im Booster, also im Pre-Workout-Shake. Da schon so ein bisschen was an Carbs rein. Habt ihr allerdings, so wie ich, 2-2,5 Stunden vorher was gegessen, allerdings jetzt nicht den größten Carbload, dann fange ich meistens so ab der Hälfte des Trainings an. Nicht bei Einheiten, wo ich jetzt nur kleine Muskeln trainiere, wenn das vorkommt, wo aber große bei sind, jetzt wieder Rücken mit viel Gewichten und wo ich viel gemacht habe, dann so ab der Hälfte, damit ich in der zweiten Hälfte noch ein bisschen Energie habe und dann geht es fließend über in den Post-Workout-Shake. Was da so drin ist? Carbs, 50, 60 Gramm Kohlenhydrate, mehr brauche ich nicht unbedingt, und ein paar Aminosäuren, EAAs, Mischung mit BCAAs. Das ist es eigentlich. Wer es noch nicht getan hat, ihr könnt jetzt gerne mal ein Like da lassen. Allein schon dafür, dass ich so lange durchgehalten habe. Wer nichts mehr verpassen möchte, schon mal followen. Aber keine Sorge, es geht noch ein Stück weiter. Für diejenigen, die sich wundern, dass ich so lange zwischendurch weg war, ihr habt mich weiterhin zwischendurch immer wieder gesehen, weil ich den Kanal mit Kevin Gebhardt mache, dem Kevin Gebhardt, Schwergewichtsbodybuilder. Und da hatte ich nicht mehr so viel Zeit für meinen eigenen Kanal. Tut mir natürlich echt leid für die Community. Gibt auch keine Ausreden. Einfach nur, verzeiht mir. Diejenigen, die noch länger meinen Kanal verfolgen, die sind es eh gewohnt, dass ich zwischendurch immer wieder abtauche, weil ich es eben auch nicht vollberuflich mache. Und jetzt noch eine ganz wichtige Anmerkung für die Frauen da draußen. Recht wenig werden meinem Kanal folgen. Vor allem, wenn sie schon hören Bodybuilding und sowas sehen und schweres Training sehen, schalten sie ab. Falsch! Solltet ihr nicht. Denn es gibt keine spezifischen Fitnesskanäle für euch Frauen da draußen und dann spezifische für die Männer. So manche dunkle Raubkatze und dunkler Puma da draußen macht es bereits schon positiv vor. Wer von euch Ladies was erreichen möchte, ja, egal wie ihr es nennt, straffen, es ist das gleiche wie Muskelaufbau. Wer einen knackigen Po haben möchte, tolle Beine, einen trainierten Oberkörper, ihr werdet nicht über Nacht so aussehen wie ich, noch nicht einmal über mehrere Nächte. Der kann genauso trainieren. Ja, ich meine genauso. Ihr habt die gleichen Muskeln wie wir. Wenn auch nicht die kleine Unterstützung des Hormonspiegels, die schneller Muskeln aufbauen lassen. Aber ansonsten, trainiert schwer. Trainiert mit den Gewichten, geht an den Rand. Schwer heißt nicht, dass ihr die gleichen Gewichte nehmt wie ich. Heißt nur, ihr geht so schwer,
mit dem Gewicht, dass ihr auch nur 6, 8, 10 Wiederholungen schafft. Ihr könnt 1 zu 1, nein, ihr solltet 1 zu 1 euren Rückentrainingsplan so gestalten wie ich. Und ihr könnt alle Übungen, alle Videos, die ich hier mache auf dem Kanal, 1 zu 1 für euch so nehmen. Immer wieder kommen die Fragen an Kevin Gebhardt, an mich. Ja, kannst du mal was für Frauen machen? Hier, bitte, das ist für euch. Auf meinem Kanal steht nicht Männerkanal, sondern Bodybuilding. Das hier ist Bodybuilding. Und das machen Frauen genauso wie Männer. Und die Erfolgreichen unter euch, wie gesagt, manchen, die diesem Kanal folgen, auf Instagram seht ihr auch ein paar, die trainieren alle genauso. Schaut euch das an. Auch eure beliebte Sophia Thiel, die das mal früher gemacht hat, die hat auch schwer trainiert. Kreuzheben, Kniebeugen. Da gab es kein Aerobic-Training. Nee. Also, gewöhnt euch ab, immer in Apartheid zu denken. Das Training ist genauso. Wenn ich Tipps gebe für Seitheben, gilt das auch für eure Schultern. Wenn ich Tipps gebe zum umgekehrten Pyramidentraining, gilt das für euch. Und ja, auch die Ernährungstipps gelten für euch. Wie sollte man nach dem Training sich ernähren? Wie viel Protein braucht man? Ich sage ja nicht grundsätzlich, wie viel Protein jeder braucht an Gramm, sondern pro Kilo Körpergewicht. Rechnet es runter. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Kein Beschiss. Ist kein Umdisponieren. Mein Training ist eigentlich vorbei, mein Rückentraining. Ähnlich wie beim Warm-up, was nicht zum echten Training dazugehört, zumindest nicht zu den Working Sets und noch nicht gezählt wird, so ein Warm-up ist, gibt es so eine Art Cool-Down-Mischung aus Cool-Down und Auspowern bei mir. Heißt, jetzt schicke ich noch mal ein bisschen Blut in so kleine Areas wie die hinteren Schultern. Sehr gezielt mit Dropsets, mehr Wiederholung, ist nicht mehr so genau getrackt, nicht mehr mit viel Gewicht. Und das mache ich jetzt mit einem Satz hier, Reverse, und das mache ich mit einem Satz Shrugs. Dann geht es an den Bizeps und dann war es das auch. Dann geht es an die Dusche. Ich muss ja auch manchmal ein paar Sachen ausprobieren. Und schöne Maschine hier, wenn ich noch nicht ganz weiß, wie sich die Übungen daran anfühlen, aber hier hat man die Möglichkeit, hier unten zu greifen. Und jetzt werde ich mal eine ungewöhnliche Variante für die Shrugs benutzen. Normalerweise Shrugs kennt ihr, kurz handeln und hoch in den Nacken ziehen. Obwohl auch da ist es eigentlich ganz gut, wenn ihr euch immer ein bisschen vorbeugt, denn euer Nacken ist tendenziell hinten und nicht vorne. Heißt, wenn ihr nur hier hoch geht, habt ihr hier so einen kleinen Teil drin, aber der Trapez erstreckt sich über einen ziemlich großen, wulstigen Teil in der Mitte eures Rückens. Also umso mehr ihr ein bisschen mehr in die Schräglage hier geht, desto besser trefft ihr den Querschnitt und umso mehr vom Trapez involviert ihr. Und das ist natürlich hier ein super Winkel. Mal ausprobieren, bis sich das anfühlt. Ja, natürlich gleich Maximum, weil wir uns hier einfach nicht verarschen lassen. Wir lassen uns hier nicht verarschen. Ja, noch zu schön hier. Geil.
In der letzten Übung angelangt für den Bizeps nochmal die Scott-Maschine, typische Bizeps-Maschine. Und hier stelle ich es so ein, dass ich schön mit der Achsel hier drin bin. Da mache ich relativ viele Wiederholungen, weil jetzt geht es nicht mehr darum, den Bizeps mit hohen Gewichten zu belasten, das hat er hinter sich, sondern einfach nur mal viel Pump, Blut reinbringen. Reicht, wenn ihr den Bizeps nach dem Rücken trainiert. Da ist eh nicht mehr so viel Saft drin, wenn ihr alles richtig gemacht habt vorher. Denn den Bizeps, selbst wenn man es richtig gut den Rücken trifft, kann man nicht so richtig rauslassen. Und ja, das Ganze mache ich einarmig, weil wenn ihr die Maschine einarmig benutzt, gibt es einen großen Vorteil, nämlich dass ihr euch viel mehr an eure Körperstruktur anpassen könnt. Bei manchen mag das dann immer noch nicht ganz hinhauen, auch ich muss mit den Handgelenken sehr aufpassen, weil die in eine bestimmte Haltung gezwungen werden. Und das ist natürlich nicht so, wenn ihr mit freien Gewichten trainiert. Dennoch, für eine Scott-Variante finde ich die richtig gut und wenn nicht zu viel Gewicht drauf ist, geht es auch mit den Handgelenken bei mir. Und wie gesagt, weil ich dann den Körper ein bisschen mehr eindrehen kann und mir wenigstens hier ein bisschen Freiraum genügt, im Gegensatz zu, wenn ich hier mit beiden Armen gleichschenklig drin bin, dann werde ich komplett gezwungen, so kann ich die Übung wirklich gar nicht machen und fühlt sich bei mir nicht gut an. Bei manchen sicherlich schon, hängt immer von ab, aber bei wem es sich schon so nicht gut anfühlt, versucht es mal einarmig. Ist eigentlich ganz cool, auch dazu findet ihr hier schon einige Videos mit schönen Systemen dazu. Ihr seht, im Gegensatz zum Latzug kann ich diese beiden Seiten schon ziemlich schnell hintereinander ohne viel Pause dazwischen trainieren, weil ich nicht so außer Atem bin. Und warum? Weil mein gesamter Kreislauf, mein ganzes System, meine Energie, mein ganzes zentrales Nervensystem nicht mit so viel Gewicht und Muskelfasern gleichzeitig belastet wird. Dazu gibt es hier bereits ein Video, schaut es euch mal an. Hier relativ wenig Gewicht und nur der kleine Muskel, da geht's. Das kann ich trotzdem nicht mehr. So viel zu nur noch ein paar
Ein paar mit wenig Gewicht, viele Wiederholungen nachschicken. Und jetzt lande ich bei 6. Völlig verarscht. Na gut, ist einfach nichts mehr drin. So, das war mein Rückenworkout. Ich wollte schon wieder Backworkout sagen. Aber ich werde nicht immer nur ins Englische verfallen hier. Das war mein Rückenworkout. Wenn euch das gefallen hat, verlangt mehr von diesen Trainingseinheiten. Schreibt mir gerne, ob mit Musik oder raw. Und wenn ihr Fragen habt zu den Dingen, die ich gesagt habe, zu den Übungen, die ich ausgeführt habe, alles in die Kommentare, dafür sind sie da. Umso mehr, desto besser. Und wenn euch das gefallen hat, ab, follow, liken. Natürlich, followen auch, auch eine gute Idee. Verpasst ihr auch nichts mehr, aber auch liken. Solltet ihr bis hierhin schon geliked haben, nicht wieder drauf drücken, dann glaube ich, entliked ihr. Naja, das war's dann auch von mir. Ich gehe jetzt duschen, das war's für mich. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder öfters in nächster Zeit. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.